Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist ein kleines Day in my Life. Heute ist Samstag, der 29. Januar. Und ich bin noch bei der Arbeit und es ist 10 Uhr. Und ich bin ein bisschen müde. Let's rock it. Ich muss sagen, ich entschieden, noch mal kurz in die Kabine zu gehen. Jeans. Ich bin gerade noch im Innenlager. Ich weiß nicht, wie lange ich heute arbeite. Vielleicht bis 6, vielleicht auch nur bis 3. Mein Plan ist es aber, zum Markt zu gehen und mir Zimtschnecke zu holen. Weil ich habe Hunger. Ich habe immer Hunger. Aber eine Zimtschnecke hört sich ganz sehr attraktiv an für mich. Stellt euch vor, eine Rolle gefüllt mit Zimt, ein bisschen Zucker. Ich weiß nicht, wenn ich eine hole, weißt du es. Aber ich weiß nicht, wenn nicht, dann weine ich. Ich habe mir letztens einen Pony geschnitten. Gefällt er dir? Ich weiß nicht, ich mag den eigentlich. Das hat einen Vibe, oder? Außerdem hat Amina mir den geschnitten. Also props on you. Ich habe mir die Zimtschnecke einfach jetzt geholt. Das heißt, mein Tag kann jetzt noch besser werden. Ich bin jetzt im Café und habe mir einen Hafermilch bestellt und eine heiße Weiße. Zu Hause. Willkommen in der Küche, ne? Ich glaube, du würdest am besten auf den Seva-Ständer passen. Perfekt. Wir haben jetzt übrigens ziemlich spät. Wir haben jetzt 19 Uhr. Ich wollte meine Hausaufgaben machen. Bio. Ich bin übrigens sponsored bei NASA. Just kidding. Das war ein Joke. Ich dachte mir, ich mache Abendessen. Wir haben noch Bandnudeln. Und ich dachte mir, ich zauber ein leckeres Essen damit. Ich mache so eine Sahnesoße mit Krabben und Spinat. Entschuldigung wegen den Hintergrundgeräuschen, ich mache Untertitel an. Habt ihr jemals so ein dickes Ingwer schon mal gesehen? Es ist so groß wie mein Kopf. Kurze Tour über meinen Ingredients. Wir haben Gambas, Spinat, Weißwein, Ingwer und ein bisschen Knoblauch. Habe ich ein bisschen zu viel Wein reingemacht? Ich habe Angst. Shrimps. Eine Sache, die ich noch liebe, ist Parmigiano Reggiano. Oh! Weil Parmesan auch sehr gut ist zum Binden von Soßen und einfach nochmal diesen Kick reinbringt, habe ich ein bisschen Parmigiano Reggiano. Den reiben wir jetzt. Wir haben dieses tolle Ding im Haushalt, es nennt sich Tupper, dann Reibe, drauf, das ist genial, wahrscheinlich hat es jeder, aber, ne? Und dann so schräg, nice. Welcome to Casually Cooking with Lulu. Oh, nice. Ich habe jetzt ein bisschen Parmesan gerieben. Und wir nehmen jetzt ein gutes bisschen, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig und machen es einfach ein bisschen in die Soße reinstreuen. Und dann köchelt das so ein bisschen, dann bindet das die Soße und es wird noch besser und das ist nice. Okay, es ist fertig, es ist fertig. Schmeckt's, Muriel? Ja. Shrimps, Spinat, Sahne. Ich hoffe, die richtige. Nee.